David Alaba wird den FC Bayern am Saisonende nach 12 Jahren vermutlich verlassen. Die Frage ist, wer kann den Österreicher adäquat ersetzen? 80-Millionen-Mann Lucas Hernandez konnte in München sein Können bislang noch nicht wirklich zeigen. Im täglichen Newsformat 2 nach 10 wurde auch darüber diskutiert. Ich sehe eigentlich Hernandez tatsächlich positiver als die meisten Beobachter so ein bisschen, weil für mich ist es tatsächlich so, eigentlich ist er ein Spieler, der normalerweise passen würde. Er ist halt taktisch hervorragend, das hat man ja bei Atletico auch gesehen, wirklich gut da auch ausgebildet in dem System, wo ja Taktik wirklich über allem steht und die ja auch so immer mit Barca und Real mit anderen Mitteln kämpfen müssen. Fakt ist aber auch, Lucas Hernandez konnte sich bislang weder als Außenverteidiger gegen Alphonso Davies durchsetzen, noch im Zentrum gegen David Alaba. Ob man bei den erfolgsverwöhnten Bayern lediglich auf eine interne Lösung setzt, scheint unwahrscheinlich. Klar ist es, wenn natürlich ich sag mal, so ein Spieler in der Qualität den Verein verlässt, ist es auch klar, dass der Verein natürlich dann auch einen anderen Spieler dementsprechend holen muss, eventuell oder holen wird. Denn der Österreicher ist kaum zu ersetzen, zeigt in den vergangenen Jahren stets stabile Leistungen auf Weltklasse-Niveau. David Alaba war natürlich in der Trippelsaison überragend gut und bei Hansi Flick ist halt immer das Ding, er möchte halt gerne einen Linksfuß und einen Rechtsfuß in der Innenverteidigung haben. Manch anderer Trainer sieht es jetzt vielleicht nicht so eng, der hätte vielleicht Hernandez auch mal neben Alaba ausprobiert, aber der braucht natürlich auch, gerade als Verteidiger brauchst du halt einfach auch einen Spielrhythmus. Und den hat er bei Bayern auch aus Verletzungsgründen nicht so wirklich gefunden bisher. Doch um seinen Spielrhythmus zu finden, hat man in München nur wenig Zeit. Denn Misserfolge werden beim Rekordmeister, wenn überhaupt, nur kurzfristig geduldet und entschuldigt. So werden die Münchner mit Sicherheit auch extern die Augen nach einem Alaba-Ersatz aufhalten. Für Hernandez bleibt die Hoffnung, dass... Änderungen sind ja oftmals auch dazu da, um ein bisschen was Neues, auch dann eine Entwicklung auch der Mannschaft voranzutreiben. Aber einfach abwarten und gucken, was passiert. Und mehr können wir aktuell nicht machen. Der von den Bayern umworbene Dayot Upamecano ist Rechtsfuß, ebenso wie Neuzugang Tongi Nyonsu. Positiv für Hernandez, denn Flick verzichtet gerne aufgrund des Aufbauspiels auf zwei Rechtsfüße in der Innenverteidigung. Doch gerade beim Aufbauspiel hapert es noch bei Hernandez. Höchste Zeit also, daran zu arbeiten. Denn eines betonte Flick deutlich: Er traut dem Franzosen durchaus das Erbe von David Alaba zu.